Okay, hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hunger Games. Diesmal bin ich Phantom und diesmal wieder eine Einzelrunde. Ich versuche schon seit einer Ewigkeit jetzt mal eine gute Einzelrunde mit Phantom aufzunehmen. Meiner Meinung nach ist Phantom ein relativ schwieriges Kit aus dem Grund, dass man am Ende sozusagen, wenn man beim Feaster ist und so, keinen großen Vorteil hat, vor allem gegen die Gegner dann zu kämpfen. Das Einzige, was man dann damit tun kann, man kann wegfliegen und zwar der generelle, nicht der Grund, sondern das, was man mit dem Kit machen kann, ist, man hat hier diese tolle Feder und man hat es auch schon gerade eben gesehen. Man kann, wenn man diese Feder rechtsklickt, für kurze Zeit fliegen. Der Nachteil ist, dass wenn man dann geflogen ist, wenn man dann runterfällt, also wenn dieser Flugzeug da vorbei ist, dass man dann doppelten Fallschaden bekommt. Und das kann einen schon mal schnell das Leben kosten. Aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Also, ich versuche jetzt schon seit einer Weile eine gute Runde damit aufzunehmen. Aber es ist verdammt schwierig. Also meistens ist dann so, dass ich dann entweder gegen ein Team kämpfen muss oder so. Oder, ja gut, also oft ist es dann wirklich so, dass ich dann einfach beim Kämpfen gegen jemanden am Fies einfach, was heißt keinen Vorteil, aber einen Nachteil habe, weil dann zum Beispiel der Gegner Viper hat, womit er mich halt erstmal vergiften kann. Und dadurch hat er natürlich einen Vorteil beim Kämpfen, da kriege ich mehr Schaden. Und außerdem habe ich immer diesen Inventarslot belegt, also mit der Feder. Das ist natürlich auch ein bisschen nachteilhaft für mich. Aber ich versuche es jetzt einfach trotzdem. Ich meine, irgendwann muss es ja mal funktionieren. So. Ich glaube, gleich habe ich genug Pilze. So. Ich hole mir jetzt diesen Baum hier. Ah, noch 30 Sekunden. Naja, das wird eine knappe Sache. Eine verdammt knappe Sache. Da ist jemand. Shit. Wenn der schon Holzschwert oder sowas hat, dann sind wir an den erstmal ausgeliefert. Na gut. Egal. Wir werden trotzdem mal uns bemühen, hier ein bisschen an Holz zu kommen. Vielleicht sollte ich auch noch mal ein bisschen wegrennen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Wir gehen noch mal ein bisschen da in die Richtung. Ja, jetzt beginnt es aber egal. Vielleicht finden wir ja ein bisschen Stein hier irgendwo. Das wäre ganz nice. Und zwar hier zum Beispiel. Dann muss ich dann da nicht so viel danach suchen, sozusagen. Na, so. Zack. So. Jetzt haben wir erstmal Basiszeug und jetzt können wir anfangen. Holzspitzhacke. Das regt manchmal so auf, wenn die Server so laggen, am Anfang vor allem. Und man dann halt nicht so schnell craften kann oder sowas. Das macht mich manchmal schon ganz schön aggressiv, aber na gut. So. Zack, Pilzsuppen. Dann haben wir auch mal ein paar von denen. Sehr gut, die sind perfekt angeordnet, so wie ich sie haben möchte. Okay, jetzt nochmal ein paar Steine farmen. Ich will jetzt gar nicht auf Eisensuche gehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die beste Taktik ist mit dem Kit. Ich kann das auch gar nicht so mit den Taktiken einschätzen. Ich weiß auf jeden Fall, dass man gegen die ganzen Towerer eigentlich ganz gut ankommen kann, weil man kann zu denen hochfliegen und so. Leider hatte ich nicht so viele Towerer letzte Zeit gesehen. Also meistens war das Problem, woran ich gestorben bin, dass ich einfach durch einen Spielerkontakt, durch einen direkten gestorben bin. Und naja, was soll man dazu sagen? Ist halt einfach so. Demnächst werde ich dann wieder ein anderes Kit versuchen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich werde es jetzt auch mal dabei belassen. Ich werde jetzt nicht auf die Top 5 oder so gehen. Wir werden es einfach sehen. Wir werden es einfach sehen. So, nochmal eine bessere Spitzhacke. Und dann bin ich gleich so weit. Dann kann ich mich gleich weitergraben. Also weitermachen kann ich insgesamt. So, ich möchte nochmal das hier machen. So. Und nochmal ein paar Sticks. So, nochmal eine Schaufel. Ja, ist bei mir generell so. Muss so sein. Das hat alles seine Ordnung. So. Das brauche ich auch nicht mehr. Zack. Und die Workbench nehme ich nochmal mit. So. Und hier nochmal hoch. Alex in Vermont. Keine Ahnung. Oh, da steht er. Das war der Typ, wo ich zuerst dachte. Heißt der Poseidon? Ich glaube nicht. Danke. Das war ein Urgall, aber der hat schon seine zwei aufgebraucht, verdammt. Shit, da ist noch einer. Der ist wahrscheinlich Poseidon, nehme ich mal an. Oh, der hatte auch einen weißen Skin. Die waren wohl im Team oder so. Oh ja, Stärke-Potion, danke. Was haben die ba Ach nee, die haben sich die geteilt. Ach so. Alles klar. Jetzt verstehe ich. Flint, na gut. Kann ich trotzdem behalten.
Ha! Muss es nicht in die Luft fliegen? Komm runter. Straight up PvP. Mann, verdammt, komm noch runter. Jetzt habe ich noch den Stärkeffekt. Komm, noch 9 Sekunden. Mach einfach. Mach einfach. Danke. Sehr gut, dann konnte ich meinen Stärkeffekt nochmal ausnutzen. Ausgezeichnet, weil mit Stärke 2 bin ich um einiges stärker. Wer hätte es gedacht? Und das hat mir jetzt einen Vorteil gegeben. Einen tollen. Sehr schön. Da bedanke ich mich mal auf jeden Fall bei der Person, die mir den Stärketrank zugeworfen hat. Danke, dass du mir geholfen hast. Das ist auf jeden Fall sehr sozial. Generell bei MC PvP finde ich sehr viele, also immer sehr viele soziale Menschen. Hier kann man bestimmt richtig gute Freunde finden. Casey Mutz oder so, keine Ahnung. Das ist unser nächstes Opfer. Schon 2 Kills. Hä, ja, haben wir nicht 3 Leute gekillt? Keine Ahnung. Irgendwie habe ich das bestimmt nie verkackt. I don't know, I don't know. Ich habe da, glaube ich, auch gerade einen Namen gesehen, aber. Können doch Halluzinationen sein. Bock, bock. Hab ich. Bock, bock. Bock, bock. Da habe ich jemanden gesehen. Ah, nein, renn noch nicht weg. Nein, 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 nein. Kein Berserker, kein Berserker. Oh, ein Glück. Puh, trotzdem gegen den Berserker angekommen. Habt ihr gesehen, der hat da eine Stärke, einen Stärkeffekt dann gehabt. Das Hühnchen wollte ich haben. Und da hat er auch Stärke 2, wenn er ein Tier tötet, ein normales. Da muss man verdammt aufpassen. Da muss man echt verdammt aufpassen. Jetzt habe ich die ganz kurz die Kompasse weggeworfen. Ich will nämlich ganz kurz das hier braten. Zack. So. Zack, das brauche ich alles nicht. Jetzt will ich will echt nur schnell das Hühnchen braten. Dann gleich weiter. So, und dafür ist zum Beispiel eigentlich Phantom ganz gut. Also ich kann dann halt Gegner ein bisschen schneller jagen. Aber effektiv bringt es mir beim Kämpfen halt nichts. So, komm. Schnell noch 2 Hühnchen. Ah, ich habe noch gar kein, nichts aus Eisen, nicht mal ein Eisenschwert. Oha, das sehe ich. Ich sehe da Schlechtes vor mir. Oh, es leben aber auch gar nicht mehr so viele. Ist ja krass. Okay. So. Gib her. Schnell, komm. Hoffentlich hat der Typ ein bisschen Eisen gesammelt und überlässt es uns. Ganz toll. Das wäre richtig nett. Kein Pro oder sowas, alles klar. Okay. Boah. Irgendwie, ich habe keine Ahnung. Es liegt vielleicht an vielen Spielern, dass die Server so ein bisschen laggen. Kann ich nicht sagen. Ihr merkt das ja selber. Normalerweise zum Beispiel im Let's Play läuft sogar mit Shader flüssiger. Also kann ich da nicht so viel dafür. Da, oha, der ist tief. Den will ich aber haben. Bestimmt schön viel Eisen. Oh. Oh, hat er uns gesehen? Ist ja was Typisches, womit ich mit Phantom gut runterkommen könnte. Das ist eine Doppelschlucht, oder? So, danke dafür. Oh, er hat eine Potion gehabt. Ich glaube aber nur eine Damage Potion. Ja, Instant Damage, dann war er wohl. Ich glaube, dass dann ist man. Das haben die ganzen Dingensens-Leute. Kennt ihr die Dingensens-Leute? Das sind die Chemikermänner, glaube ich. Schade. Ich dachte, er hatte Besseres, vor allem wenn er jetzt schon in der Schlucht ist. Oh Mann, wir haben nur ein Eisen. Oh, das war eine ganz schlechte Idee. Das ist was? Weakness. Das ist ganz schlecht. Die haben eigentlich nichts und habe ich die Brightness wieder. Ja. Was machen wir da? Keine Ahnung. Ohne Eisen sind wir aufgeschmissen. Oh, es sind fast 10 Minuten rum. Ich habe eigentlich schon verkackt, meiner Meinung nach. Das ist doch nicht mehr. Oh. Ah, Gott lobe. Gott lobe. Gott lobe.
Sehr nice. So, Workbench. Ich dachte schon, wir müssen hier ganz ohne auskommen, aber ein Glück hat er uns ein bisschen was vorbereitet. So, erstmal anziehen. Worauf kann ich hier verzichten? Erstmal packe ich das eine Eisen noch hier in den Ofen rein. Oh, das war's aber schon mit dem Eisen. Oh. Oh. Wow. Hat er hier schon alles abgefarmt oder hat er hier was übersehen? Ich hoffe mal, er hat hier was übersehen. Das wäre, er hat auf jeden Fall auch keine Fackeln gesetzt. So. Da oben ist noch Eisen, aber. Okay, ich glaube, nee, hier war noch nicht ganz durch, alles klar. Das ist sehr gut. Ein Glück hat er da noch Eisen, weil sonst wäre es auch blöd gewesen, wenn er die ganze Zeit in der Höhle gesessen hätte und sonst nichts gefarmt hätte. Ja, dann in so einem Fall lohnt es sich halt nicht, schlechte Spieler auszuschalten. Leck doch mal. Ja, explodier mal bitte. Danke. So. Alles klar. Ein verzweigtes Höhlensystem, aber ich will wirklich nur ein bisschen Eisen hier. Da zum Beispiel. Aber das sind alles nur so einzelne Sachen. Ich hatte gleich erst sowieso Feast. Dann habe ich sowieso richtig verkackt. Mit Glück dauert es noch 2 Minuten, bis das Feast kommt. Achso, es könnte sein, dass ihr übrigens bei YouTube nichts seht. Im Grunde laufe ich gerade durch eine Höhle, die ist total dunkel. Oh, jetzt haben wir nochmal ein Eisenvorkommen. Und oh, es leben auch gar nicht mehr so viele Spieler. Oh, es könnte sein. Alter, wenn die Tauern, das wäre so geil. Ich würde mal gerne ein paar Tauerer-Leute töten. Ich habe da mir sowas überlegt, vielleicht so eine Taktik so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob die funktioniert oder ob die aufgehen möchte. Ich würde die mal gerne ausprobieren, vor allem, weil ich ja Phantom bin. Und im Grunde ist die. Oh, hier ist nochmal ein bisschen Eis, habe ich übersehen. Im Grunde geht die Runde schon. Also, ich glaube, ich habe euch jetzt mal das Kit gezeigt. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Lust, so viel mit diesem Kit noch aufzunehmen, weil ich habe schon ein paar Runden hinter mir und irgendwann, ach, naja, hat man auch nicht mehr so viel Lust, da die ganze Runde immer neu zu starten und so alle Sachen neu zu sammeln, weil es ist ja wie ein kleines Battle, man bereitet sich halt immer vor. Und also ich verstehe das schon, wenn man halt zum Beispiel gegen ein Team kämpft, dass man dann besonders ein bisschen deprimiert. Okay. Oh ja. Nein. Dammit. So unkonzentriert. Komm schon. Give it to me. Gut, das brennt jetzt gleich nochmal vor sich hin. Ich kann nochmal mein Hühnchen essen. Ich schmeiß alles weg. Voll unkonzentriert. Tee. Pau. Hab ich was gehört? Problem ist, wenn der da oben steht, dann sehen wir den voll schlecht. Alter, wir sind nur noch zu 6 oder was? Gibt's ja gar nicht. Okay. Kurz warten hier, dann können wir uns gleich besser ausrüsten. Wir haben auf jeden Fall schon mal gute Rüstung, das ist schon mal ausgezeichnet. Aber das ist natürlich nicht alles, da muss noch mehr kommen. Ich versuche schon mal da hochzufliegen und hoffentlich nicht dabei zu sterben. So und so. Zack, Eisenschwert. Zack und zack. Ausgezeichnet. Hier schmeiße ich erstmal das ganze Zeug weg, was ich jetzt nicht brauche. Das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Ich mache mir gleich eine Eisenspitzhacke, glaube ich. Ich weiß nicht, aber ich schaue gleich mal. Ich kann mir gleich mal ein Feuerzeug machen. So. Moment, das möchte ich so haben. So. Alles klar. Das hat fertig gebrannt. Ausgezeichnet. Aber warum hat das nicht. War da nicht? Ach, egal. So. Okay. Dann haben wir das. Und. Na, die Weakness könnte uns ganz gut tun. Also dem Gegner, wenn wir die dann dem reinflößen. Müssen wir schauen, dass wir die auch anwenden können. Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwieriger. So eine Weakness Potion da jemanden noch abzuwerfen oder so. Ah, ich weiß nicht. Oh, da haben sich welche getroffen. Mal schauen, ob die gleich teamen. Wenn sie teamen, dann bin ich wieder gearscht. Und dann bin ich wieder der Arsch. Okay, die wissen gar nicht, wer da gemeint ist. Okay.
Ja, okay. Soweit bin ich erstmal gekommen. Also man sieht, man schafft nicht den ganzen Weg, aber man kann sich das halt ein bisschen alles erleichtern. Ich nehme mal das Holz. Weil, falls wir dann gegen Tauerer kämpfen und die Lava einsetzen, dann wäre das besser, wenn ich danach den Kobbel verwende. Okay, ich sehe niemanden. Okay, die Richtung. Fies ist auch gleich. Das heißt, da muss ich mich ein bisschen beeilen. In welche Richtung? Nee, in die andere Richtung. Ich muss da lang. Ich gehe mal trotzdem in Richtung Feast eher. Da bin ich jetzt eher interessiert, als zu diesem Spieler da zu gelangen. Weil wenn er nicht zum Feast will, dann ist das für mich nur besser. Und ja, jetzt sind schon 15 Minuten rum. Was? Ich dachte. Alter, schreck mich nicht, du Schwein. Ich hab voll die Paranoia, ey. Scheiße, Mann. Was? Noch einer? Fiest! Alter! Okay. Bloß keine Panik jetzt schieben. Bloß keine Panik. Kit Kieran. Ach, keine Ahnung. Sind gleich da beim Fiest. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich baue mich dann kurz irgendwo hoch oder so und schaue dann von weitem meinem Fiest erstmal zu. Und ob da irgendwelche Spieler sind. Hier muss es gleich sein. Hier brennt was, hier war ein Tor. Komm schon. Anderer Spieler. Hier ist das Fiest. Hier ist das Fiest. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen Wassereimer oder einen Lavaeimer nehmen soll. Ich glaube eher ein Lavaeimer. Komm schon. Ja, ich bin ein bisschen angespannt, ihr merkt das. Aber das sind dann Situationen, wo ich dann denke, okay, gleich kommt jemand von hinten. Oder am besten ein Team. Also zwei Leute. Und dann sieht es schlecht für mich aus. Typische Situation, also, ne, Feast und so. Das wäre jetzt einfach perfekt, wenn das passiert. Da ist mein Chicken. Was habe ich jetzt gesucht? Was, der hat auch geleftet? Ja, der könnte gleich wiederkommen. Charbon. Ich sehe den auf jeden Fall nicht. Noch nicht. Okay. 3 Minuten. Ich glaube, wir werden jetzt mal ganz kurz hier bleiben und kurz warten, bis das Fiest anbricht. Oder vielleicht, bis wir auch einen Spieler sehen oder so. Okay, der andere kommt nicht wieder. Keine Ahnung, warum nicht alle leften oder so. Aber wir waren 118 Spieler, also fast die 120 voll. Okay. Sehr strange. Okay, aber 4 Kills ist doch schon mal in Ordnung, so bis zum Feast und Top 5 und sowas. Das heißt, ich werde mich, glaube ich, nicht bemühen, dann nochmal eine Aufnahme mit dem Phantom Kit zu machen. Ich kann jetzt einfach nur mal aussprechen, was ich jetzt von dem Phantom Kit halte. Es ist ganz okay. Es ist ein spaßiges Kit. Fliegen ist ganz toll. Aber zum Kämpfen, nein. Ist es nicht so. Bewegt er sich oder was war jetzt mit dem Kompass? Ich bleib jetzt hier stehen mit dem Kompass und schauen, ob sich der Kompass ein bisschen bewegt. Ist ganz spaßig, man kann hochfliegen und so und auch ein bisschen abhauen und keine Ahnung was. Aber mit Flash, das ist ein relativ neues Kit, kann man sich weiter porten. Man hat Weakness, aber das ist eigentlich nichts im Gegensatz dazu, dass man doppelten Fallschaden bekommt, wenn man irgendwo runterfällt. Es hat mir schon ein, zwei Mal das Leben gekostet. Zum Beispiel wurde ich bei einem Tower hochgezogen und da war ein Team. Und ich wollte runterfliegen, aber dann hat das irgendwie nicht funktioniert. Wollte es aktivieren und wollte runterfallen, sozusagen, wie ich das vorhin in der Schlucht gemacht habe. Aber es hat nicht funktioniert und dann bin ich an Fallschaden gestorben. Das ist ärgerlich und ja, was soll ich dann noch dazu sagen? Also, ist jetzt nicht hundertprozentig zu empfehlen, das Kit. Aber, auch nicht das Allerschlechteste. Ich glaube, der Typ bewegt sich. Ich glaube schon. 1 Minute 30, aber trotzdem noch. Aber dass das Feast echt so spät startet, hätte ich ja nicht gedacht. Okay. Das ist sehr vorteilhaft, dass er uns nicht gesehen hat. Was hat er?
Voller Eisenrüstung. Okay, er leckt ein bisschen, aber es geht zurzeit noch. Nein, jetzt renn bloß nicht weg. Du miese. Ah, du kleine Ratte. Du rennst mir nicht davon. Hätte jetzt mehr Pilz um als ich, aber das sollte nichts machen, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen kämpfe. Nein, du rennst mir doch nicht weg, du. Ah, Mann! Ich schmeiß jetzt die Weakness Potion auf ihn. Da ist noch einer. Nein, 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 nein. Die haben jetzt beide Weakness. Nein, komm. Ja, hilf mir, ihn zu schlagen. Ja. So ist gut. Brav. Was? Warum kann er mich treffen? Alter Mann, kauf dir mal bitte besseres Internet oder so. Mann. Wo bist du da? Jawohl. So. Anspannung pur. Ihr merkt das ja. Sehr gut. Stärke. Die habe ich schon. Habe ich schon. Okay. So. Das Feuerzeug raus. So, das alles verbrennen. Zack, alles unnötig jetzt erstmal verbrennen. Jetzt kommt gleich einer an, ey. Wehe, dann bin ich wütend. Dann bin ich echt wütend. Das könnt ihr mir glauben. So, das ganze Zeug, was wir nicht brauchen. So. So, alles klar. Jetzt kann ich mich nochmal besser konzentrieren. Das kann weg. Ich nehme das Fleisch. Das kann weg. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Sorry Leute, dass mein Kommentarstil gerade richtig im Eimer ist, aber es gibt gerade ein bisschen Wichtigeres als Poison. Okay, fies sprengen würde ich mal sagen. Enderperlen ist immer eine gute Sache. Enderperlen mag ich. So. Immer umschauen. Sonst kommt er gleich angescheißert und will uns eins verpassen, ey. Und das, da hab ich gar keinen Bock drauf jetzt. Jetzt nicht mehr, jetzt reicht's mir. Ich kann noch mehr Potions theoretisch mitnehmen, aber ich lasse es, glaube ich, eher. Instant Health 2. Ich weiß nicht. Moment. Das nehme ich mit. Pfeil und Bogen ist keine schlechte Sache. So, komm. Ja. Gerade ein bisschen am Feast chillen. Okay, ruhig. Schwert. Sharpness 1, perfekt. Ihr könnt mir nix, 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 ihr könnt mir nix. Ah, Projectile Protection, schade. Ich verzauber mal eine andere Hose, glaube ich. So. Protection 1. Ich kann es mir erlauben, sozusagen. Ah, jetzt bräuchte ich noch ein paar XPs, aber gut, jetzt nicht so wichtig. Alles klar. Eine Soup Bowl möchte ich mir noch machen.
Komm schon. Jetzt spinn nicht rum, Inventar. Wir wollen noch Freunde bleiben. Wir wollen es wirklich noch. Alles klar, perfekt. Im Grunde brauche ich hier nichts mehr weiter. Ich habe eine Poison, Potion für einen Gegner. Ja, Instant Health ist jetzt nicht so sinnvoll. Und Essen habe ich ja auch genug. Alles klar. Ich glaube, ich baue mir nochmal den Enchanting Table ab. Ich sehe ja noch keinen Gegner. Das brauche ich nicht mehr. Alles klar. Ah, das brauche ich doch nochmal, ganz kurz. So, und zwar möchte ich das hier nochmal nehmen. Und gleich fluten wir hier alles. So. Ich sagte ja, weh, jetzt kommt jemand an. Schnell nur das Vieh kaputt machen. Das ist das Allerwichtigste erstmal. So. Und hier das nochmal. Ja, ich schaue mich da immer um. Das sind die perfekten Momente, wo ich als Feind angreifen würde. So, alles klar. Hauptsache die Lava-Hose, die Hose ist verbrannt. Da ist noch eine Hose. Damit, komm, schmeiß weg. Okay, das hier noch nehmen. Ah, ja, ich fühle mich jetzt besser. Tue ich wirklich. Oh, wir sind noch zu zweit. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Geil, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt darf ich auf keinen Fall sterben. Es wäre ganz lustig, wenn wir jetzt einen Towerer hätten, weil dann könnte ich vielleicht auch mal mir ein bisschen Zeit lassen oder so. Weil ich habe noch nie so richtig geil einen Towerer besiegt. Meistens halt nur so wahrscheinlich Team oder so. Und ich will es eigentlich mal versuchen alleine. Ein Versuch ist es wert auf jeden Fall. Hoffentlich ist es kein Berserker oder so ein Zeug. Oder ein Urgal, der schon Eisenrüstung hat. Das wäre dann ganz schön blöd für mich. Aber na gut. Gehen erstmal hier lang. Dum -dum 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 -dum. Jetzt bloß aufpassen. Jetzt nicht irgendwo in Lava fallen oder irgendwas Dummes machen. Da würde ich mich so lang ärgern. Okay. Wir rennen gerade einfach nur in diese Richtung. Könnte auch unter der Erde sein. Auch sehr gut möglich. Naja, gut, dann auch nicht so das Problem. Da muss ich mich halt vorsichtig runtergraben. Und jo, alles klar. In diese Richtung, okay. Ich schau mal auf Tab, ich weiß auch nicht warum. Jetzt kann ich hier noch ein paar Schweine killen. Das könnte seine Dingens sein. Muss es aber nicht. Ich habe auch nicht zu viele Monster gekillt und nicht so viel Kohle abgebaut. Da hätte ich nochmal XP sammeln können, aber jetzt ist es sowieso dafür zu spät. Jetzt ist es zu spät, jetzt ist es zu spät. So, in die Richtung, okay. Entweder hat seine Richtung geändert oder wir kommen ihm langsam ziemlich nah. Wohl eher doch jemand unter der Erde. Nein, nicht pointing at spawn. Du willst mich wohl verarschen. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Komm schon, komm schon. Bleib stehen, bleib stehen. Ja, schon mal ersten Hit. Nein. Was? Leck. Scheiße, was? Er leckt, er leckt, er leckt. Wenn ich jetzt sterbe, das zählt so, das würde sowas von gar nicht zählen. Was macht der? Hä, was ist denn mit ihm? Kannst du mir noch nicht erzählen, dass das normal ist? Warum kann er mich schlagen? Alter. Er hat doch. Das ist, es gibt kein Kit. Es gibt nur Time Lord Kit zum Beispiel, mit dem man sowas ähnliches machen kann, aber. Was macht er da? Was zur Hölle? Wenn ich gleich Schaden bekomme, dann weiß ich, da stimmt irgendwas nicht.
Das wäre dann auch ein Grund, das mal dann zu melden. Versuchen mal mit Pfeil und Bogen abzuschießen. Jetzt. Jetzt kriegt er wieder keinen Schaden. Was ist denn das für eine Kacke? Endlich. Ah, sehr gut. Okay, da haben wir doch mal gewonnen. Da hat es doch mal mit dem schönen Ding geklappt. Ich kann mir jetzt nochmal die Strength Potion reinpfeifen. Ja, sehr schön, dass man doch nochmal mit Phantom das ordentlich abschließen konnte. Ich habe keine Ahnung, was mit dem dann los war. Also, ich weiß nicht, ob es einen Hack dafür gibt oder sowas, aber es war voll seltsam. Also, er stand da, ich konnte ihn irgendwie nicht richtig hitten, aber er konnte mich dann irgendwie schlagen. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Ja, keine Ahnung, ob es da einen Trick gibt oder sowas. Ich kenne auf jeden Fall nicht so einen. Ich kenne einen, der vielleicht so ähnlich ist, aber na gut, das gefällt mir doch sehr gut. Die bedanken sich auch fürs Spielen und ich bedanke mich natürlich dafür, dass ich jetzt gewonnen habe. Ich weiß auch nicht bei wem. Und übrigens, das letzte stand Killed by Monster. Ich frage mich eigentlich, das müsste mir doch eigentlich angerechnet werden, der Kill, weil es ist ja, ich habe ihn ja gekillt mit der Potion. Theoretisch müsste das doch. Ich habe keine Ahnung, vielleicht wird es ja angerechnet oder nicht. Werde ich dann leider sehen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schreibt mir noch mal eure Kit-Review-Wünsche. Also ich kann ja mal vielleicht in der nächsten Folge ein Kit spielen, was ihr mal sehen wollt. Und ja, falls ihr noch was sehen wollt, könnt ihr das sagen, ne? Auf jeden Fall, tschüss und bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Minecraft-Video. Ciao!